Okay. Hallo Leute, was geht? Ich bin heute bei einem kleinen Interview mit dem Exandrius. Hallo. Und dem Luis. Hi. Ja, und dann fangen wir direkt mal an. Wie alt bist du denn? Ich bin 21 Jahre alt. Okay. Was machst du beruflich oder studierst du? Ja, ich bin zurzeit Student. Ich studiere 3D Art Design, also etwas, was auf jeden Fall mit Medien zu tun hat. Und als Hobby mache ich halt YouTube. Okay, wann hast du mit YouTube angefangen? Ich glaube, da war ich relativ spät sogar für mein Alter. Also ich glaube mit 17 oder 18 habe ich erst richtig angefangen, YouTube zu machen, weil ich vorher natürlich YouTube geschaut habe, aber nicht so selber die Erfahrung hatte, da irgendwas selber zu machen. Okay. Hast du eine Freundin, die vielleicht auch YouTube macht oder so? Zufällig habe ich eine Freundin, die YouTube macht. Das ist die Mochilikes, also Mimi. Und die macht halt eher Richtung Vlogs, wo ich halt erst Richtung Gaming gehe. Bist du manchmal bei der auch in Videos dabei oder eher nicht? Wenn sie denn mal Videos macht, dann bin ich hin und wieder auch dabei. Okay. Betrachtet ihr euch dann so als Paar zum Beispiel bei Sascha und Paula Maria oder eher ist das so eher also öffentlich gehalten oder auch eher privat? Also es ist öffentlich, dass wir zusammen sind, aber ich bin nicht der Mensch, der jetzt seine Beziehung unbedingt in die Öffentlichkeit tragen muss, weil, okay, finde ich, ist nicht unbedingt nötig. Okay. Das ist auch nach einer Zeit, glaube ich, eine Belastung für eine Beziehung, wenn man immer öffentlich das perfekte Paar sein soll oder so muss. Okay. Wer sind denn zum Beispiel deine Lieblings-YouTuber? Meine Lieblings-YouTuber sind im deutschen Bereich auf jeden Fall Julian Bam, einfach wegen der Qualität und der Kreativität, die in diesen Videos steckt. Und im englischsprachigen Bereich Markiplier und Jacksepticeye, also die großen Let's Player. Okay, als großer Albladi-Fan würde ich immer fragen, wie das denn mit der Zusammenarbeit ist, auch mit anderen großen YouTubern. Also, es kommt ganz auf den Menschen an. Nur weil man jetzt mit einem großen YouTuber zusammenarbeitet, heißt es nicht, dass jetzt der Dreh irgendwie total professionell ist. Also meistens das Equipment ist natürlich da und irgendwo ist auch ein Plan, aber es kann auch trotzdem sehr viel improvisiert sein. Es kann aber auch komplett durchstrukturiert sein. Das kommt ganz auf den Menschen an, mit dem man dreht. Hast du Tipps für kleinere YouTuber, was man machen sollte oder was ein absolutes No-Go ist? Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man macht, woran man Spaß hat und was man sich selber anschauen würde. Also wenn man am Ende ein Video hat, wo man sagt, okay, wenn ich mich jetzt nicht kennen würde, würde ich mir trotzdem dieses Video angucken und es würde mich unterhalten. Und als No-Go kann ich so sagen, ist es auf jeden Fall, dass man Videos macht, nur damit man irgendwas hat zum Hochladen. Das sollte man einfach nicht machen, weil man sollte Spaß an der Sache haben und Leidenschaft, denn dann merkt das auch der Zuschauer. Wie gehst du mit Hater-Kommentaren um? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also die einen Leute machen sich darüber lustig, die anderen ignorieren es. Ich gehöre eher zu den Leuten, die es ignorieren. Also ich lösche diese Kommentare auch nicht, weil das sind halt Kommentare, die Leute schreiben. Meistens sind sogar die eigenen Zuschauer, die einen dann unter diesen Kommentaren verteidigen. Also diese Leute meinen es meistens nicht ernst, wenn sie wirklich nur schreiben, du bist scheiße. Dann einfach ignorieren. Wenn es natürlich konstruktive Kritik ist, dann nimmt man die an. Wenn irgendwie sowas wie, ja, der Ton war jetzt nicht so gut in dem Video, mach doch das und das besser, dann nimmt man sowas natürlich gerne an. Aber auf so Sachen wie, ja, du bist scheiße, da antwortet man am besten einfach gar nicht drauf und lässt man auch nicht an sich heran, weil das ist noch nicht mal irgendwie persönlich an einen gemeint, sondern derjenige, der das geschrieben hat, wollte gerade nur irgendwie ein bisschen Frust loslassen. Hast du irgendwelche Projekte, die bald starten, die... Also ich habe jetzt gerade Semesterferien, das ist sowas wie Schulferien, nur sogar ein bisschen länger. Und da habe ich natürlich Zeit, mich viel mehr auf YouTube zu konzentrieren und habe auch so geplant, jetzt mal größere und qualitativ vor allen Dingen hochwertigere Produktionen, sage ich jetzt mal, zu starten. Auf welche Conventions gehst du gerne? Also natürlich für mich als Gamer ist auf jeden Fall ganz wichtig die Gamescom, das ist Highlight des Jahres. Ansonsten gehe ich gerne auf Anime-Manga-Conventions, weil ich da mich persönlich sehr viel für interessiere, wo ich auch öfter Zuschauer treffe, als ich denke, weil mein Kanal eigentlich nichts mit Anime direkt zu tun hat. Das ist sehr interessant, wie sich da trotzdem die Interessen dann überschneiden, okay, mit den Zuschauern. Wie ist das denn dann mit dem Video, der ist, oder bei der Gamescom mit dem Pressetag?
Beim Pressetag ist das so, bis vor jetzt letztes Jahr konnte man noch ganz einfach als YouTuber sich anmelden. Vor allen Dingen über Netzwerke ging es recht einfach, damit man auch Zeit hatte, die Spiele zu testen, weil selbst in meiner Größe ist es schon auf der Gamescom relativ schwer durchzukommen, ohne jetzt irgendwie angesprochen zu werden, was natürlich toll ist, aber man schafft dadurch halt weniger. Und seit diesem Jahr ist es so, irgendwas hat sich geändert in der Organisation, dass es sehr, sehr schwer ist für einen YouTuber überhaupt noch am Pressetag dran zu kommen. Also ich selber gehe auch jetzt am Mittwoch zur Gamescom als Student von meiner Uni aus, weil das einfacher ist, da die Möglichkeit zu bekommen, am Pressetag teilzunehmen als YouTuber, weil dieses Jahr teils YouTuber auch abgelehnt wurden, die über 100.000 Abonnenten haben, die keine Pressetickets kriegen. Warum das so ist, weiß ich nicht genau, aber also es ist mittlerweile echt eine Kunst, am Mittwoch rein über YouTube teilnehmen zu dürfen. Okay, jetzt als bisher Let's Player, was spielst du denn so? Ich spiele hauptsächlich Horrorspiele und sowas wie Flash Games, so kleine Spiele, die in einem Video abgehandelt sind, weil ich sowas einfach am witzigsten finde und auch am unterhaltsamsten. Okay, sowas wie zum Beispiel Daylight oder? Ja, Dead by Daylight oder Five Nights at Freddy's, gab es ja mal eine Zeit lang, in der das riesengroß war, da habe ich das auch gespielt. Was mir auch super Spaß gemacht hat, weil ich mag einfach dieses Erschrecken und die Zuschauer erschrecken sich dann mit. Das ist einfach schön, wenn das. Ich finde sowas schöner, als wenn man jetzt irgendwie nur eine Runde Minecraft zusammenspielt. Ja. Was spielst du so für Games auf der Gamescom? Guckst du dir da jedes Spiel an, was da so ist, oder nur das, was du jetzt schon weißt, ja, das wollte ich jetzt unbedingt schon davor unbedingt mal spielen? Also ich bin eher so ein Mensch bei der Gamescom, ich gehe lieber zu den Titeln, von denen ich vorher noch nichts wusste. Also ich mag es nicht, jetzt mich für 6 Stunden für irgendwie das neue Call of Duty oder so anzustellen, das ist halt gar nichts für mich. Ich gucke halt immer, wo wenig los ist und stelle mich dann da an, wenn ich überhaupt Lust drauf habe. Aber hauptsächlich ist die Gamescom für mich eher ein Event, um Leute zu treffen, die man lange nicht mehr gesehen hat und einfach um so, ja, dieses Gaming an sich zu feiern. Sprichst du dabei jetzt von YouTubern oder eher von alten Freunden? Teils, also da unterscheide ich nicht. Mittlerweile ist es so, dass die meisten oder viele Leute, die ich kenne, haben auch einen YouTube-Kanal und also ich sehe jetzt jemanden nicht als YouTuber oder Freund, sondern viele Freunde haben halt einfach auch einen YouTube-Kanal und sind deshalb YouTuber. Und wie bist du auf den Namen Exandrius gekommen? Das ist eine witzige Geschichte. Ich habe einfach einen Namen gebraucht. Damals habe ich sehr viel WoW gespielt und habe halt einen weiblichen Charakter erstellt und brauchte einen Namen und wollte diesen Charakter Alexandria nennen. Dann war das allerdings vergeben. Da habe ich halt am Anfang die Buchstaben weggenommen. Dann kam halt Exandria raus und dann habe ich halt irgendwann gesagt, hey, der Name ist ganz cool und habe eine männliche Version sozusagen davon gebildet und seitdem bin ich im Internet als Exandrius unterwegs. Coole Geschichte. Was spielst du privat so für Spiele? Also auch mehr die du aufnimmst, oder? Komischerweise nicht. Also ich finde, beim Horror zum Beispiel geht der Witz verloren, wenn ich es nicht aufnehme. Für mich alleine brauche ich mich nicht erschrecken. Ich mag es, mich zu erschrecken und das dann zu schneiden und witzig darzustellen. Privat spiele ich eigentlich hauptsächlich Hearthstone, also eher Richtung Strategiespiele, eher das Ruhige, also genau das Gegenteil, was ich so auf meinem Kanal spiele. Okay. Was ist so mit Sportspielen, wie zum Beispiel FIFA oder NBA? Sportspiele habe ich mich noch nie so stark für interessiert, also da kann ich echt nichts groß zu sagen. Oder Rennspiele? Rennspiele habe ich vielleicht hin und wieder mal Mario Kart gespielt. Was also, ist mit GTA sowas? GTA habe ich früher, also GTA San Andreas und so habe ich gespielt, aber so in Richtung YouTube oder so habe ich das gar nicht verfolgt oder gespielt. Okay. Ja, ich glaube, haben wir noch Fragen? Ach ja, genau, liest du alle deine Kommentare? Auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Riesen-YouTuber, ich krieg jetzt nicht eine unüberwältbare Menge an Kommentaren. Deshalb versuche ich auf jeden Fall, also ich lese alle. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist alle beantworten, weil manche Kommentare, wenn jemand schreibt, gutes Video, dann was soll ich darauf auch antworten? Ich weiß das zu schätzen und ich finde es auch schön, wenn das jemand drunter schreibt, aber man kann ja jetzt auch nicht bei jedem mal Danke drunter schreiben, weil das sieht dann ja auch blöd aus in den Kommentaren. Und wenn man jetzt zum Beispiel so das Video hochgeladen hat,
dann guckt man sich ja wahrscheinlich auch noch so eine gewisse Zeit lang an, was da jetzt so direkt drunter passiert. Ja. Wie ist das bei dir? Also meistens, wenn ich ein Video hochlade und die Zeit dazu habe, weil man kann die Videos ja auch hochladen und dann sagen, okay, um die und die Uhrzeit wird es freigeschaltet. Manchmal arbeite ich währenddessen, dann kann ich nicht direkt darauf reagieren, aber ich versuche halt dann halt das Video hochzuladen und zu gucken, okay, wie kommt es an am Anfang? Wie sind die ersten Kommentare? Gibt es da Kommentare, die ich direkt beantworten kann? Oft ist es auch so, also mir ist das schon hin und wieder passiert, dass ich irgendwie einen Link in der Videobeschreibung vergessen habe, den ich im Video erwähnt habe, zum Beispiel. Dann schreibst du den unten drunter. Ja, irgendwie zum Beispiel, ich habe Teil 1 noch von dem Spiel, könnt ihr da gucken und dann so schreibt jemand drunter.